Die Kirchturmglocken von Kappel läuten. Das bedeutet, es ist 19 Uhr. Hört mal, hört ihr die Glocken? Süße, die Glocken erklingen. Fein. Wir sammeln uns und kommen zu uns. Wir gehen nach innen. Bei sich ankommen. Gut. Und wir pendeln. In Bewegung kommen. Weil ich mich so gut gesammelt habe, fühle ich mich jetzt schon erfüllt. Erfüllt von meiner Achtsamkeit, von meiner Präsenz. Das entwickelt sich zu einem Körpergefühl, wenn ich ganz bei mir bin. Achtsamkeit ist eine Energie. Und die Essenz des Qigong ist ein lebendiges Werk. Früher haben wir einfach jetzt gekreist, zum Beispiel im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn mit den Hüften gekreist. Und heute kreisen wir auch im Uhrzeigersinn, aber wir schwimmen dazu. Und das Ganze machen wir gerade erst mal seit 3 Wochen. Die Qigong-Evolution ist am Werk. Qigong-Evolution. Gut, ist ja klar, was jetzt kommt. Jetzt kommt im Gegenuhrzeigersinn kreisen und rückwärts schwimmen. Gut. Ja, jetzt kommt die Urwelle. Und weil die Urwelle am besten von der Seite zu erkennen ist, drehe ich mich mal. Die Urwelle durchströmt mich und sie hat die Kraft, auf ihrem Weg alle Blockaden in mir freizuschwemmen. Ich lasse mich von der Urwelle durchströmen, um frei von Blockaden zu werden. Durchfluss, Abfluss, Reinigung.
Die Kanäle müssen alle frei sein. So, und das hier ist auch erst seit 5, 6 Wochen dabei, die Urwelle andersrum. Gut. Ja, dann Armbewegungen, die die Arme nicht machen, sondern die der Körper macht. Nicht machen, geschehen lassen. Und gleichzeitig eine kleine Klopfmassage im Gürtelbereich. Einfach die Arme schlackern lassen. Lass die Arme nicht arbeiten, lass den Körper arbeiten. So, und je nachdem, wie wir den Körper kreisen, können wir uns auch mal auf die Schulter klopfen. Das sieht dann so aus. Oder auf die Oberarme. Und wenn es dann prickelt, dann wissen wir ganz genau, ich bin so richtig lebendig. Selbstwahrnehmung ist gut für das Selbstbewusstsein. Gut. Ja, dann haben wir ja noch das Reiswerfen. Gut. Ja, und das ist ja eine richtige Serie. Jetzt kommt das Meer.
Und wenn wir das nächste Mal unten sind, halten wir mal inne. Die Handflächen zeigen zueinander, die Arme sind leicht gerundet und wir spüren in den Zwischenraum zwischen den Armen, wir spüren zwischen die Hände und vergrößern und verkleinern. Und noch zweimal. Gut, dann gehen wir in den Ball hinein, indem wir die Hände neben die Oberschenkel senken. Stehen im Energieball und sind von der Wirkung des Energieballes durchdrungen. Drehen uns nach links, lassen die Arme steigen. Die Wellen diesmal nach rechts. Ja, wir sagen so schön daher, wenn wir da so mal so ein pseudophilosophisches Gespräch führen, dann reden wir davon, seine Erfüllung zu finden. Ich sehe das ganz wörtlich. Was bedeutet seine Erfüllung finden? Ich übe Qigong, um meine Erfüllung zu finden. Und das klappt immer besser. Ein richtig vitales Lebensgefühl, ein richtig vitales Energiegefühl. Und das erfüllt mich. Und damit habe ich dann heute mal wieder meine Erfüllung gefunden. Ich kann sie jeden Tag wiederfinden. Erfüllung. Seine Erfüllung finden. Schön, ich an den Haaren herbeigezogen, dass wir sowas so häufig hören. Eine wichtige Angelegenheit, seine Erfüllung zu finden. Viele reden davon, aber wissen gar nicht, dass es sowas tatsächlich gibt. Das ist so eine Hypothese. Das ist nur so eine Sprechblase für viele. Gut. Ball halten. In den Ball reingehen. So, und jetzt machen wir mal öffnen und schließen seitlich der Oberschenkel. Gerade hatten wir es ja vor dem Schoß gemacht. Gut. So, wir sind immer noch in diesen Vorübungen der Essenz des Qigong. Und der ist ja hinzugekommen, ist ja auf den Absatz gehen und auf die Zehenspitzen gehen. Absatz ist das, Zehenspitzen so. Die Essenz des Qigong ist das Grundprogramm. Und je sicherer und stabiler dieses Grundprogramm ist, umso ein besseres Fundament haben wir. Umso besser können wir darauf aufbauen. Gut. Ja, wie kriegen wir die Schultern locker? Wiegeschritt. Ich setze das linke Bein nach vorne. Die Handflächen zeigen jetzt zueinander, nicht nach hinten. Handflächen zeigen zueinander. Und lass die Arme richtig schön los und mach die Armbewegung nicht willentlich, sondern lass die Armbewegung geschehen, dadurch, dass ihr den Wiegeschritt praktiziert.
Der Schwung des Körpers erzeugt den Schwung der Arme. Und scheut euch jetzt nicht davor, die Bewegung ein bisschen schwungvoll zu machen. Im Qigong gibt es langsame Übungen, sehr langsame Übungen. Es gibt aber auch Übungen, die man sogar ein bisschen flotter machen sollte. Und wir schaffen ja Voraussetzungen. Gut, und linkes Bein war vorn, jetzt ist das rechte Bein vorn und Wiegestreck. Gut, wenn wir den Knien ein bisschen Arbeit geben, dann stärken wir die Knie. Deshalb setzen wir jetzt erstmal die Beine nebeneinander und Übungen in dieser Position, wo die Innenseite der Ober- und Unterschenkel sich berühren, stärken die Nieren, stärken die Leber und stärken die Milz. Warum? Weil diese drei Meridiane innen an den Beinen emporführen. Ja, und dann haben wir die Übung, ich nenne sie Drachenschwimmen. Das sieht dann so aus. Und wenn ich sinke, atme ich aus. Und wenn ich steige, atme ich ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Gut, und wo wir schon mal dabei sind, machen wir die ganze Geschichte jetzt auch andersrum. Gut, ja, dann haben wir da noch Öffnen und Schließen. Zwei Arten des Öffnen und Schließens. Die erste öffnet und stimuliert das Brustbein. Und das ist die hier. Handrücken von anderen. So ist es geschlossen, das Brustbein. Und so öffnet es sich. Gut. Und wenn wir zurückgehen mit den Händen, steigen wir auf die Zehenspitzen. Aufrichten, ein bisschen nach vorn beugen. Aufrichten, ein bisschen nach vorn beugen. Und ich atme gern ein, wenn ich so mache, und atme gern aus, wenn ich so komme.
Gut. So, und jetzt eine Übung. Hier kommen ja die Hände richtig raus, die Handinnenflächen. Und jetzt kommt eine Übung, da habe ich manchmal das Gefühl, ich kann reden, wie viel ich will. Hört kaum einer drauf. Ich sage also, beim Öffnen sollen wir öffnen nur so weit, dass die Handflächen immer noch zum Körper zeigen. Hier ist das gewährleistet. So, und weil wir halt aus einer Leistungsgesellschaft kommen und weil wir so den blinden Aktivismus gewöhnt sind, öffnen dann viele, oh ja, so weit. Nee, so weit wollen wir nicht öffnen. Wir wollen nur so weit öffnen. Wir öffnen einen Kreis und die Handflächen zeigen immer noch nach hinten. Gut. Also. Ein nach innen gerichtetes Öffnen. Nach innen gerichtet wegen der Projektion der Handinnenflächen. Und je ruhiger und regelmäßiger die Atemzüge werden, umso langsamer kann die Bewegung werden, wenn wir einatmen beim Öffnen und ausatmen beim Schließen. Und je ruhiger und regelmäßiger die Atmung wird, umso ruhiger wird der Geist. Ruhiger Geist, tiefe Atmung. Gut. Durch dieses Fitness-Qigong haben sich die Anzahl der Vorwegübungen, ich möchte fast sagen, vervielfacht. Gut, ja. Da haben wir dann noch diese schöne Übung. Und die kommt aus den 8 Brokaten. Ich habe die 8 Brokate eigentlich immer, kaum unterrichtet und links liegen lassen. Aber die Übung macht eine Übung hier, die macht vereinfacht. Es ist eine vereinfachte Variante und so, die schätze ich. Heben wir, wenden wir, stützen den Himmel. So, jetzt drehen wir uns nach rechts und gehen runter. So, jetzt drehen wir uns geradeaus, wenden die Hände, kommen hoch, stützen und diesmal drehen wir uns nach links. So, abwärts, geradeaus, Hände wenden, hochkommen. Nach rechts. Geradeaus. Wenden hoch. Nach links. Geradeaus. Wenden hoch. Selbstständig. So, wenn wir jetzt das nächste Mal oben sind, dann zeige ich euch, wie wir die Übung abschließen. Oh, die alten Hasen, die wissen schon, wie es geht. Gucci. Ja, super. Was spürt man nach? Was habe ich erreicht durch diese Übung? Die Übung selbst war die Ursache und das hier jetzt ist die Wirkung. Wir gehen da ganz logisch vor. Ursache und Wirkung. Ursache ist Yang, Wirkung ist Yin. Und vertreten wir uns die Beine. So, jetzt kommen wir zu einem Thema Steinen und Sinken. Fangen wir mit dem kleinen Atemkreis an. Seithalte heben, Hände wenden, Handflächen vors Gesicht. So, jetzt kommt was Neues dazu. Bis hier scannen wir und ab hier wenden wir die Hände zum Boden. Gut.
Mochi, Seithalte heben, Hände wenden, Hände vors Gesicht, erstmal scannen und jetzt die Handflächen nach unten. Und Mochi. So, wir arbeiten einfach mal Oldies but Goldies ab. Und die Basisstufe. Und mit der Zeit wird die Basisstufe immer größer, immer komplexer. So, dass selbst die fortgeschrittenen Übungen auch zur Basisstufe werden. Und wir spielen auch mit dem Tempi. Also wir gehen nicht in einen Trott hinein, dass wir immer gleich schnell machen. Jetzt im Augenblick werden wir mal immer langsamer. So, der Anfänger sagt immer, das war mir zu schnell. Oder das war mir zu langsam. Und ich sage dann, ja, warum machst du es denn so schnell? Warum machst du es denn so langsam? Und sagen die meistens, ja, weil du es so schnell oder so langsam gemacht hast. Und dann sage ich, springst du aus dem Flugzeug, wenn ich sage, spring aus dem Flugzeug? Natürlich nicht. Also macht das, was euch gut tut. Das wollte ich damit sagen. Ihr könnt es schneller machen, ihr könnt es langsamer machen. Ihr könnt es so machen, dass es gerade richtig für euch ist. Gut. So, daran schließt sich an der große Atemkreis. Oh, der ist schon ein bisschen komplexer. Handfläche nach außen, die Kräfte des Himmels sammeln. Dach über Kopf, die Kräfte des Himmels, die wir gesammelt haben, durch den Körper strömen lassen. Erstmal scanne ich mit den Handflächen. Ja, ich scanne weiter, ich wende jetzt bloß die Finger nach oben. Jetzt gehe ich runter bis mit dem Schienbein. Gut. Und dann kreise ich an die Seiten und komme hoch. Ich komme mit der Aura hoch. Ich taste die Aura ab. Hier nicht. Aber hier komme ich schon in Kontakt mit der Aura. So, jetzt scanne ich die Aura ab. Vor dem Gesicht, vor dem Körper, vor dem Schoß, vor den Beinen, seitlich der Beine bewegen sich die Hände an der Aura entlang. Und ich spüre die Aura. Ich sehe sie nicht, aber ich spüre sie. Gut. Und nachspüren. So, jetzt kommt ein ganzes Set an Übungen und das nennen wir Steigen und Heben und Senken. Und die grundlegendste, die erste dieser Fraktionen, dieses Aufbröselns, ist das hier. Reguliere den Atem, beruhige den Geist mit einem Arm. Und zwar heben wir einatmend und senken wir ausatmend. Wir lassen die Aufmerksamkeit im Körper aufsteigen. Wir lassen die Aufmerksamkeit im Körper sich absenken. Und wir merken, dass die Aufmerksamkeit, die durch den Körper wandert, die wir die Hand begleiten,
sich zu einem intensiven Körpergefühl entwickelt. Also was ich mein Fühlen, mein angenehmes Fühlen im Körper aufsteigen und sich absenken. Und das Fühlen folgt der Bewegung der Hand. Ich kann meine Wahrnehmung, ich kann mein Fühlen lenken. Mit der Atmung und mit der Bewegung, mit den Händen. Fähigkeit, die ich über die Jahre des Übens erworben habe. Ich kann mein Fühlen lenken. Ich kann mein Fühlen bestimmen. Ich nehme diesen komplexen Körper, diesen genialen komplexen Körper, den jeder hat. Ich nehme meinen Körper. Ich lerne die Gebrauchsanweisung. Und ich verhalte mich der Gebrauchsanweisung entsprechend. Gut, das war die erste Stufe. Zweite Stufe ist klar, beide Hände. So, wer dann noch Kapazitäten in den Knien frei hat, der kann sinken und steigen oder eben einfach so stehen bleiben. Wie ihr wollt, wie ihr könnt. So, dann können wir mal auf das Runterkommen achten. Schaut mal, jetzt gehe ich immer in Wuxi zum Wechsel. Gut, und jetzt wechsle ich anders. Schaut, wenn ich runterkomme, seht ihr es. Jetzt zerstreue ich und unterfasse ich. So, und dann lotet mal aus, was entspricht eurem gegenwärtigen Naturell? Was entspricht eurem gegenwärtigen Geschmack? Geschmack und Naturell können sich ändern. Aber was ist euch jetzt lieber, wenn ihr so macht oder wenn ihr in den Ball reingeht? So, und ich bin jetzt auf dem Stand, wo ich sage, ist beides super. Und dann mache ich die eine Hälfte, mache ich so. Und die andere Hälfte mache ich so. Und wenn ich runterkomme, Wuxi und nachspüren. So, ich strotze jetzt schon vor Energie. Ich spüre die Energie bis in die Füße wallen. Nur durch diese, in Anführungszeichen, Anfängerübung. Es gibt keine Anfängerübung. Es ist einfach nur entscheidend, auf welchem Niveau ich Übungen mache. Und wenn ich Anfängerübungen auf einem hohen Niveau mache, dann sind es keine Anfängerübungen mehr. Gut, ja, gehen wir einen Schritt weiter. Einatmen bis zur Brust, ausatmen bis zum Kreisen, Dach schließen, senken, bis zum Nabel und zerstreuen. Ja, es ist ja ein klassisches Beispiel, wie wir den Atem der Bewegung anpassen. Einatmen und ausatmen und einatmen und ausatmen. Ich wechsle jedes Mal vor der Brust. So, und jetzt gehe ich gleich, wenn ich runterkomme, gehe ich bis zum Boden. Das geht dann so. Ich hier bin, zerstreue ich ein bisschen und gehe dann abwärts und greife auf. Und das ist die Übung für den Sanjiao, für den dreifachen Erwärmer.
So, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt verändere ich die Übung, wenn ich oben bin. Ich teile die Wolken. Und ich greife die Schätze vom Grund des Meeres auf. Und wenn ich jetzt runterkomme, Wuchi, um das Z zu beenden. Aber das Z ist noch nicht ganz beendet. Da ist noch was. Und zwar Mills Magen. Das geht dann so. Es gibt viele Varianten. Machen wir erstmal die ganz einfache Variante. Die ganz einfache Variante ist das hier. So, offener Buddha-Gruß. Offener Buddha-Gruß. So. Offener Buddha-Gruß. Links geht hoch. Und offener Buddha-Gruß. Rechts geht hoch. Und achtet drauf, die Hand, die unten ist, die steht so, ja? Gut. Offener Buddha-Gruß. So. So, das ist die Anfängervariante. So, die fortgeschrittene Variante, es gibt viele Formen dieser Übung. Die Form, die ich favorisiere, da habe ich von Mali Tang. Und die Form sieht so aus. Ich hebe es hier hin und die rechte Hand wendet sich, um den Himmel zu stützen und die linke Hand wendet sich, um die Erde zu stützen. Gut. So, und jetzt wende ich die Hände zum Körper und jetzt gehe ich vor die Mittelachse. Und die Hand, die runterkommt, wird außen sein. Und dann habe ich Handtellermitte vor Handtellermitte vor Brustmitte. Und jetzt ziehe ich so weit auseinander, bis die Fingerspitzen voreinander stehen. Und jetzt brauche ich nur noch zu senken. Und das nächste Mal geht links hoch. Links geht hoch, rechts geht runter. Gut. So, erstmal die Hände wenden zum Körper. Mittelachse suchen. Die Hand, die von oben runterkommt, wird außen sein. Handtellermitte, vor Handtellermitte, vor Brustmitte. So weit auseinanderziehen, bis die Fingerspitzen vorne an der Stehen und senken. Rechts geht hoch. Gut. Links geht hoch das nächste Mal. Rechts geht hoch. Links geht hoch. Und wenn wir runterkommen, Wuchi. So, das ist natürlich ein Bewegungsablauf. Den müssen wir erstmal so ein paar zigmal, ein paar hundertmal praktizieren, dass der flüssig ablaufen kann. Das ist gut für die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit. Und wenn wir immer nur träumen beim Üben, weil rechts und links das Gleiche machen, das bringt uns erstmal zur Ruhe, ja, aber dann müssen wir auch mal die Konzentration, die Aufmerksamkeit ins Spiel bringen, dass wir also gegenläufige Bewegungen machen. Ja, gegenläufige Bewegungen. Ne? Zwei Kreise. Die linke Hand kommt runter mittig und die rechte Hand kommt mittig hoch. Also, die linke Hand kommt mittig runter, während die rechte Hand mittig hoch. Ja,
wenn ich sowas nicht übe, dann klappt das nicht auf Anhieb. Gut, okay. So, links kam runter, während rechts hochkam. Jetzt wechsle ich. Rechts kommt runter, während links hochkam. Ich kann das schnell machen, dann sieht das so aus. Okay, und ich kann das langsam machen, dann sieht das so aus. Das bedeutet, ich mache das genauso schnell oder genauso langsam, wie es mir Spaß macht. Und ich überprüfe es anhand meines Fühlens, meiner Wahrnehmung im Körper, was ich brauche. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr euer Essen würzt. Der eine macht viel Pfeffer drauf, der andere macht mehr Salz drauf. Und dann gibt es wieder einige, die machen da Honig drüber. So, und bei solchen Übungen geht es dann auch darum, wohin die Handflächen zeigen. Verdeutlichen wir das mal, wohin die Handflächen zeigen. Selbstklebende Teller gibt es inzwischen für diese Übung. Sie sind entwickelt worden von der Qigong-Firma, selbstklebende Teller. Die sollen ja nicht runterfallen. Also ich habe zwei Teller, die kleben auf den Handflächen. Aber... die Handflächen sollen immer nach oben sein. Okay, ziehen wir mal zurück. Zeigen die immer noch nach oben. Hier zeigen sie auch immer nach oben. Hier zeigen sie auch immer nach oben. Hier zeigen sie immer noch nach oben. Jetzt will ich über den Kopf. Ich will zusammengehen und über den Kopf. Von vorn nach hinten. Dafür muss ich mich so drehen. Gut. So, und jetzt komme ich so. 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 Gut. Gut, so und das drehe ich dann um. Aber die Handflächen zeigen weiter nach oben, dann ist das das hier. Zurück. Ja. Gut, ja, dann haben wir, hier waren die Handflächen jetzt immer oben. Und wenn wir jetzt diese Übung machen, dann ist die eine Handfläche oben und die andere unten oder so ähnlich. Schaut mal, ich drehe den einen Daumen nach oben und den anderen Daumen nach unten. Gut. Und schau mal, ich schaue immer zu einer Seite. So, im Augenblick lasse ich die Arme genauso lang. Und jetzt verändere ich das beim Wechseln. Komme ich rein. So, ja. Und, es gibt einen Begriff Schlangenkraft der Hände. Und hier könnt ihr vielleicht eine Vision da bekommen, was die Schlangenkraft der Arme bedeutet. So, ja. Und dann geht es, ach, hören wir da an der Stelle auf. Machen wir an der Stelle was Einfacheres. Und zwar, jetzt kommt der Punkt unschwer und rum leicht.
und schwer und unleicht. Also setzen wir das rechte Bein nach vorn, linke Hand an die Hüfte, rechte Hand über die Erde. Wir kreisen mit der rechten Hand horizontal nach rechts, nach vorne, auf den Bauch zu. Ja, und wir denken unten schwer und oben leicht. Und damit die Reaktion kommt, stellen wir uns vor, wir stehen mit dem, wir stehen bis zur Nabel in angenehm warmem Wasser, Thermalwasser. Ja, und wie reagiert der Körper? Der Körper reagiert mit dem Gefühl, unten schwer und oben leicht, unten voll und oben leer. Und denkt dran, wie könnt ihr euer Fühlen am besten beeinflussen? Vielleicht ein bisschen langsamer, vielleicht ein bisschen schneller. Denkt daran, den Körper zu drehen. Denkt daran, das Gewicht nach vorne und zurück zu verlagern. Oder wechseln wir mal die Richtung. Und achtet darauf, dass ihr nicht das hier macht. Schaut mal, ne? Das wollen wir nicht. Also auf Nabelhöhe. Und dann wechseln wir die Seite. Linkes Bein nach vorn, rechte Hand an die Hüfte. An der Hüfte nach links, nach vorne und dann auf den Bauchnabel zu. So, dann wechseln wir die Richtung. Und dann machen wir das versetzt mit beiden Armen gleichzeitig, und zwar im Parallelstand. Eine Hand hat einen Halbkreisvorsprung. Und haben wir ja noch so immer, ich habe viele Möglichkeiten, so Sachen, die ich abarbeiten wollte. Ne? In das Programm hätte reingehört, das machen wir jetzt auch. 3 Yin und 3 Yang Meridiane. Das kommt jetzt ein bisschen spät, aber besser spät als gar nicht. So, ich habe vorhin, richtig Gas gegeben. Ich habe einige Übungen relativ schnell gemacht. So, und jetzt weiß ich, es ist geht zum Ende hinzu und da lasse ich ein bisschen langsamer gehen, um das noch auszukosten.
gut, wenn wir runterkommen. So, und dann habe ich ganz gerne so ein paar Nüsse dazwischen zum Knacken, damit die Teilnehmer auch begreifen, dass es immer noch viel zu lernen gibt. Fraktionieren wir das, damit es vielleicht dann auch auf Anhieb klappt und leicht ist. Also, und den rechten Arm, die rechte Hand lasse ich im Gegenuhrzeigersinn kreisen. Schau mal. Nach außen, nach vorne, auf den Hals zu. Nach außen, nach vorne und auf den Hals zu. Das ist Gegenuhrzeigersinn, wenn ich von oben drauf gucke. Können wir uns das merken, wie der Arm sich jetzt bewegt, so dass er sich nachher wieder so bewegen soll? Okay, also das brauchen wir gleich. So, und der andere Arm, der kreist auch im Gegenuhrzeigersinn. Schaut von oben drauf, damit das sicher ist. Ich kontrolliere jetzt nicht, ihr müsst euch selbst kontrollieren. Kreist der linke Arm jetzt auch im Gegenuhrzeigersinn? Gut. So, und jetzt gebe ich dem einen Arm einen halben Kreis Vorsprung und dem anderen, der hinkt hinterher. Das läuft dann so. Es ist für den rechten Arm die gleiche Bewegung und es ist für den linken Arm die gleiche Bewegung. Und trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass die Teilnehmer stocken und sagen, oh, wie geht das? Oh, wie geht das? Also im Augenblick ist es ja so, dass ich die linke Hand unter dem rechten Handgelenk hertauchen lasse. Also diese beiden Kreise überlappen sich, sagen wir es mal so. So, ja. Und jetzt wollen wir die Gegenseite machen. Machen wir das nochmal so, dass wir das fraktionieren. Erstmal den einen Arm. Und zwar kreist der jetzt im Uhrzeigersinn. Den rechten Arm lasse ich jetzt im Uhrzeigersinn kreisen. Und den linken Arm lasse ich auch im Uhrzeigersinn kreisen. Ja, und jetzt taucht die rechte Hand unter dem linken Handgelenk her. Beide Arme, beide Hände kreisen im Uhrzeigersinn. Und die Körperdrehung erleichtert den Armen diese überlappende Kreisbewegung. So, das können wir auch mal ein bisschen tiefer machen. Nicht so anstrengend für die Schultern. So, und Spaß im Unterricht. Ich sage dann, wenn das Leute nicht gebacken kriegen, es gibt ja eine Übung, um das Ganze leichter zu machen. Stellt euch vor, das rechte Handgelenk hättet ihr euch verstaucht und ihr wollt jetzt eine Bandage drum wickeln. Recht um diesen Arm, um dieses Handgelenk eine Bandage wickeln. Und das macht die linke Hand, da ist die Bandage drin. Und ich wickel die drum. Und der rechte Arm, der ist intelligent. Der hilft der linken Hand beim Wickeln. Der bietet sich immer an, dass die linke Hand gut drum wickeln kann. Das rechte Handgelenk ist jetzt der Patient und die linke Hand ist jetzt der Krankenpfleger. So, und am nächsten Morgen kommt der Krankenpfleger und wickelt die Bandage ab. Das geht dann genau umgekehrt. Die linke Hand wickelt und der rechte Arm bietet sich an, so dass die linke Hand ihre Arbeit ganz leicht machen kann. Und die Handinnenfläche, die linke Handinnenfläche zeigt immer,
zum rechten Arm. Die wendet sich so geschickt, dass die Handinnenfläche immer zum rechten Arm zeigt. Gut, ja. Und dann stellen wir uns mal vor, ist mir gar nicht, der rechte Arm wäre gar nicht krank, das rechte Handgelenk, sondern das linke Handgelenk wäre krank. Und die rechte Hand wickelt jetzt da die Bandage drum. Genau die Gegenseite. Diese ganze Geschichte läuft unter der Überschrift Körperintelligenz. Gut, und jetzt am nächsten Morgen wird abgewickelt. Und die Handfläche, die rechte Handfläche, zeigt immer zum linken Handgelenk, zum linken Arm. So, und damit kommen wir sind gleich fertig, geht jetzt ruckzuck. Damit kommen wir zu dem weißen Affen, der goldene Pfirsich serviert. Und wie sieht die aus? Schaut mal, das ist die eine Variante. Und das andere ist die andere Variante. Die beiden Aufnahmen brauchen wir. Und dann brauche ich es nur laufen lassen. Es gibt so Übungen, die können wir alle sofort mitmachen. Es gibt so Übungen, da muss man dann eine Woche üben. Ist doch macht Spaß, sich was zu erarbeiten. Nicht nur das machen, was man auf Anhieb kann, sondern Dinge auch mal zu tun, die man sich erarbeiten muss. So, und jetzt könnt ihr vielleicht sagen, was soll das? Wofür ist das gut? Kann ich euch sagen. Reguliert. Lunge, Dickdarm, Herz, Dünndarm, Perikard und Sanjiao. Oho. Warum? Das sind nämlich die drei Yin- und drei Yang-Meridiane. Und es geht sie dreht sich um Luo- und Yuan-Punkte, Akupunkturpunkte. Gut, ja, und andersrum wäre dann das hier. Ja, hier taucht nämlich wieder links unter rechtes Handgelenk. Schaut doch, da. Ich habe es jetzt mal ein bisschen schnell gemacht, weil ich kann es halt. Kannst du ja auch langsamer machen. Wenn ihr es sehr schnell macht, dann sehe ich vielleicht gar nicht, ob es richtig macht. Gut. Gut, okay. Senken. Dreimal Energie senken. Und noch einmal. Und Hände auflegen. Abspeichern. So, ich habe jetzt heute mal die Regeln gesprengt. Und die Regel ist, immer mit einer Übung abzuschließen, wo sicher ist, dass ihr ein Erfolgsgefühl habt. Aber naja, ab und zu kann man nicht auf alle Regeln achten. Nächstes Mal schließen wir wieder mit einer Übung ab, die euch sehr leicht fällt. Oder sicher ist, dass ihr ein Erfolgsgefühl habt. Oh, das Gesicht reiben. Ja, ich habe heute Morgen nur einmal Qigong gemacht, deshalb war ich heute so ausgelassen. Und ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, deshalb war ich so ausgelassen. Und ich habe 2 Stunden im Garten gearbeitet. Naja, okay, hören wir mal, wie es euch ergangen ist. Oh, wer fängt denn mal an? Ich nehme immer gern das erste Bild haben, das ist Jürgen und Margarita. Thank you.
Ja, guten Abend. Ich kann nicht viel sagen, war gut. Recht warm geworden. Ja. Und, okay. Ja. Margarita war nicht dabei, oder? Doch. Aber irgendwie, wir können schlecht meistens zu zweit im Bild sein. Sie kommt jetzt. Okay. Ja, ich habe nicht ganz alles gemacht. Ja. Aber ich wollte einfach noch sagen, meine Schwester ist heute in der Früh gestorben. Oh, mein aufrichtiges Beileid. Ich hab wohl gemerkt, dass da eine Wolke hing über euch, eine finstere Wolke. Ja, sie war ja 4 Wochen im Koma, ja, und man wusste nie, geht es schnell oder geht es doch noch länger? Also ich habe die letzten Tage häufig an euch gedacht. Und hab, das ist lieb. Ich habe gewusst, dass da so eine Wolke über euch hängt. Das war okay. Ja, dann fragen wir mal Ute. Ja, war gut. Schön entspannt und gut Energie gemerkt. War genau richtig, so schön was Einfaches wiederholen heute. Fein, gut. Ja, wen sehe ich denn da noch? Sigrid. Ja, kann ich mich nur anschließen, war sehr entspannt. Ich musste zwar wieder das Zimmer wechseln, ja, es geht, aber es war sehr gut. Sehr schöne, lockere und gute Übungen. Okay, fein. Ja, und dann haben wir noch Barbara. Barbara, ja? Ihr konntet mich gar nicht hören. Also nochmal, hallo, guten Abend und herzliches Beileid, Margarita. Wir hatten ja mal kurz gesprochen. Ja, 28 Tage Koma ist schon eine ganz schön lange Zeit, ne? Das ist auch ein bisschen eine Erlösung dann, oder? Also ja, es tut mir sehr leid und ich versuche euch einfach mal ganz viel Kraft zu schicken. Und wie ist es dir ergangen, Barbara? Ja, soweit gut, bis auf die Teller jonglieren über dem Kopf. Das habe ich ja schon okay probiert. Die gehen immer kaputt. Ich habe dir schon viel Geschirr. Ja, da waren so ein paar Walnüsse dazwischen und, genau, oder Haselnüsse oder harte Nüsse. Ja, okay. 2 Jahre trainiere ich das schon. Irgendwer, die ist da eine Blockade. Das ist schon, also, ich kannte das schon vorher. Gunda hat das schon mal gemacht. Die hätte wahrscheinlich einen Kurs bei dir gemacht am Wochenende. Und dann habe ich das auch schon mal geübt. Ne? Und ja. Barbara, du kannst unbesorgt sein. Du bekommst auch deine 1, ohne dass du die Übung mir vorführen musst. Das ist lieb, danke schön. Ja. Okay. Ja, guten Abend. Ich sag dann mal bye-bye und bis bald. Bis morgen früh. Schönen ja Abend noch. Okay. Tschüss. So.